Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Welcome to Bright Falls. Das ist die Stadt, um der es sich, naja, Alan Wake, das Spiel selber dreht. Alan Wake, was kann ich eigentlich zu Alan Wake sagen? Es ist von Rimini Games. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Rimini Games ist bekannt für die Hitman-Serie? Nein, Quatsch! Für die Max Payne-Serie. Bevor es zu spät ist. Ja. Hi. Hallo! Schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. So, die Frau macht natürlich sehr viele Fotos. Das sehr Spiel schön. War auch... Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Ich wollte noch was sagen. Alan Wake selber war ziemlich lange in Entwicklung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es, glaube ich, 5 Jahre waren. Und dass das Spiel alleine schon umgebaut wurde. Es sollte eigentlich ein Open-World-Spiel werden. Man kann ja auch einzelne Fahrzeuge benutzen, aber man sollte alles benutzen. Na komm, die ganze Insel, oder besser gesagt, den ganzen Bereich da befahren. Ich fahre das Auto, ich trage sogar das Gepäck. Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und die Fahrt genießen. Ja, klingt, als hättest du einen Faulpelz geheiratet. Ja, aber ich habe ein Fable für ihn. Na los, du Faulpelz. Lass uns gehen. Und das haben sie natürlich dann geändert und aus dem Grund ist es dann so geworden, dass es dann mehr lineares Spiel. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich.
Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audi Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schwert ermorde, bloß weil wir Brüder dann sind. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Yeah, das ist mein Lieblingslied. Coconut, das ist genau mein Ding. Oh ja. Yeah. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Verrückte alte Menschen. Bessie. Also wir müssen auf jeden Fall auf die Toilette, um Stucky zu finden. Sieht man ja. Im Hub. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das Hub ausschalte, denn teilweise wird es auch manchmal so zugebombt mit irgendwelchen Anzeigen. Ich meine, die PC-Version ist schon so mit dem großen Vorteil, dass die Anzeigen kleiner sind als auf der Xbox. Aber ja, ich bin noch am Überlegen. Mal gucken. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky den Schlüssel holen oder? Und dann nichts oder gar Schlimmeres. Ich habe die Kellnerin ging mir auf die Nerven, aber er wie alle nicht übereifrigen hören. Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort, sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super!
verflucht erreichen. Doch schwillt an mir ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super. Es ist lange her, Tom. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Sehr viele Informationen zurzeit, die wir noch verarbeiten müssen. Oh. Ich gehe zurück an die Arbeit, sobald Dr. Hartman hier ist, Rose. Aber ich freue mich nicht gerade auf die eklige Brühe, die wir im Parkcafé haben. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Diner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drinnen, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Das ist ein schönes Ambiente für ein Haus. Wie es aussieht, haben wir auch eigentlich den falschen Schlüssel und das ist auch das falsche Haus. Na, wo ist meine Frau? Da kommt sie. Dann können wir uns da schon mal ein bisschen umschauen. Okay, eine kleine Hütte. Komm schon, das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Hallo? Jemand da? Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Leider muss ich zugeben, ist genau diese Aktion, die wir hier gerade gemacht haben, sehr oft im Spiel. Und nicht besonders abwechslungsreich. Aber das Ding sieht auch scheiße alt aus. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen.
Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen, heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Ach, da, wo die zwei Alten hingebracht werden sollen. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück ins Haus. So viel ist sie, glaube ich, ist ja nicht zu sehen. Das Licht ist schon an. Oh, da geht's so runter. Untersuchen. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Alice? Schatz? Hier geht's raus, aber leider ist kein Boot da. Na gut, dann suchen wir mal Alice. Kann man immer noch was aufsammeln. Das soll ja natürlich nicht der Fokus dieses Spiels sein. Oder besser gesagt, meine Aufnahme, um alles zu sammeln, sondern... Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay, sie ist oben. Sondern ich werde das Spiel präsentieren und keine Geheimnisse suchen. Hose ausgezogen? Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Schade. Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Alice! 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 In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Nein! Was zum... Alan! Hilf mir! Alan! Nein! Nein! Ah! Alice? Ah! Alice! Oh nein! Immer weiter! Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht,
und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Okay. Jetzt sind wir einfach aufgewacht nach einem Autounfall und wir wissen nicht, wie wir hingekommen sind, denn wir haben es ja selber nicht gespielt oder haben es selber nicht gesehen. Das heißt, es muss eigentlich irgendwann erklärt werden. Wir können aber auch froh sein, dass wir überhaupt noch leben. Da hinten ist Licht. Na, ich gehe mal schon mal vor. Ah, das haben wir sogar mitgenommen. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Von hier sieht es gar nicht so weit aus, wa? Luftlinie. Aber wir müssen wirklich komplett rumlaufen. Dank dem Fluss. Aber dann möchte das... Ah, nee, das ist immer das Auto. Mist. So, ich habe mal das HUD ausgeschaltet. Mal gucken, wie es ist, mit dem so zu spielen, denn es zeigt ja an, wo wir hin sollen, was wir brauchen, wie viel Munition man hat. Wenn mich das nicht allzu stört, dass ich da nicht gleich alles weiß, dann werde ich das lassen, weil so hat man nämlich einen viel besseren Blick auf das Gesamtspiel. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Departure von Alan Wake. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Jetzt hat er einen Teil seines eigenen Buches gefunden, das er selber nicht geschrieben hat. Und das ist ja das Geheimnis des Spiels selber, falls ihr das nicht wisst. Im Laufe des Spiels findet man immer Manuskriptseiten, die er geschrieben hat oder nicht geschrieben hat. Und da passieren Dinge, die im Laufe des Spiels noch passieren, gerade passiert sind oder gleich passieren werden. Das ist ziemlich interessant, wenn man sich da nämlich ein bisschen reinfuchst, dann ist das sehr interessant, wenn man das erste Mal da spielt, wie geil das umgesetzt wurde. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall! Ja, ist auch wieder verschwunden. Wie wir natürlich wissen, war das natürlich ein... so ein Schattengeist, oder wie man es nennt. Ein befallener Mensch der Dunkelheit. Sieht man eigentlich von hier noch die Tankstelle? Ja, die ist da hinten. Da hinten leuchtet es ja auch. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen.
Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. In gewisser Weise bin ich damals auch, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, etwas enttäuscht gewesen, da ich gedacht habe, dass man eben mit der Taschenlampe, die man dann bekommt, in viel dunkle Regionen irgendwie hineinforscht ist, wo einfach wirklich nur der Lichtkegel der Taschenlampe das Einzige ist, was man sieht. Teilweise ist das so und teilweise auch nicht. Deswegen lasst euch einfach überraschen, wie weit das wirklich in die Richtung geht. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Verdammt! Goldstucky! Wirklich? Frei! Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh. Ehrlich und fair. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Draußen im Freien war ich so gut wie tot. Das verliert! Mist! Ihr Anzahlung. Was ist denn? Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. So, wir haben die Waffen. Einmal das, die Taschenlampe und den Revolver. Während Ihres Aufenthaltes empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Die Sehenswürdigkeiten und tun gleichzeitig etwas für uns. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden.
Ich hoffte, Stucky ebenso, hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Diese Dinger hier sind auch verteilt im Spiel. Und wie wir hier auch sehen, sind die Pfeile. Und diese Pfeile zeigen uns den Weg zu einem Geheimnis. Das findet man relativ schnell raus. Ist jetzt kein Spoiler. Weil man wundert sich, naja, warum leuchtet das? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Ganz genau. Und in der sind meistens Hilfsmittel, wie jetzt diese Leuchtpistole oder Munition, Batterien, alles Mögliche. So, hier vorne komme ich, glaube ich, noch gar nicht lang. Muss ich erstmal hier ran, oder? Ja. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, im Spiel zu reden, weil es jedes Mal dazu kommt, dass eben Alan Wake oder irgendwelche anderen Figuren reden. Und wenn ich dann dazwischen laber, dann ist das, fördert das nicht die Atmosphäre. Ganz klar. Ich hoffe, ich werde auch darauf achten, dass ich nicht zu viel quatsche. Schon wieder. Oh. Und er verschwindet auch wieder. Ich muss hier lang, aber da vorne sehe ich wieder was leuchten. Das könnte... Es könnte ein Manuskript sein. Eine Seite eines Manuskripts. Das ist so alt hier. Ja, das ist so alt. Oh, ein bisschen später. Man sieht auch, zum Beispiel auf der Ebene, ist dahinter so ein Flammzeichen. Das bedeutet, dass man dieses Manuskript nur findet, wenn man auf der Schwierigkeitsgradstufe schwer spielt. Dann findet man genau nur diese Seite. Aber... für die Story reichen auch die normalen anderen. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Rose war die Kellnerin in dem Diner. Zum Teufel war das? Die Designentscheidung war eigentlich mehr die dieser Klippen. Dass es öfters mal vorkommt, dass man von einer Klippe runterspringt und man nicht mehr hochkommt. Damit man wirklich nicht mehr ein Level zurücklaufen kann. Noch ist nicht viel los. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste.
Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Ich finde auch, dass die Steuerung echt genial gelöst wurde. Ich kann es nicht erklären, genau wie es ist. Also man hat natürlich wie beim ganz normalen Shooter oder sonst was die Kamera komplett unter Kontrolle. Nur der Lichtkegel der Taschenlampe zeigt nicht immer direkt in die Mitte an. Aber dennoch habe ich das Gefühl, die unglaublich perfekte Kontrolle zu haben. Das ist unglaublich. Also ich habe das auch noch nie gehabt. Aber ich muss zugeben, die Steuerung ist einfach genial. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Barry war sein Freund und sein Manager, war. Jetzt ist es auf jeden Fall 100% sicher, kann man sagen, dass dieses Manuskript wirklich das Leben von Alan und seiner Mitstreiter war. Munition und Batterien habe ich wieder aufgenommen. So, da hinten ist es deiner. Okay, das hätten wir jetzt mittelprächtig geschafft. Wieder diese komische Tinte, die nur im Licht. Ich sag ja, das ist richtig hilfreich, wenn man genau danach geht. Ach jo. Ach, zur Hütte, die wir ja vom Weiten schon gesehen haben. Besessene, Besessene. Da ist das Zeichen. Ah, und da ist die Kiste.
Was haben wir hier? Eine Brücke könnten wir bauen. Ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dieses Dings. Muss aber nicht hier sein, nicht wahr? Oder doch hier? Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ich muss ein bisschen konzentrierter spielen. Das gefällt mir selber nicht, wie ich gerade spiele. Das ist noch der Anfang und eigentlich hat man ein viel leichteres Spiel. Oh, eine Schrotflinte. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum. Gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Das Skript hat, glaube ich, gerade Krähen-Schwärme beschrieben. Ist auch rum. Aber da kann man wieder was aufsammeln. Na gut, dann sammle ich das mit ein. Brücke habe ich gebaut. Das passt doch. Wo ich hier rüber rauf gehen könnte. Okay, da ist schon mal ein sicherer Posten, das Licht. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier hin, vielleicht ist hier was. Nein, ist leider nicht. Und ich kann zum Licht und zur Hütte laufen. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen.
Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Ja, Pat ist ja der Typ, den wir auf dem Schiff getroffen haben. Und der natürlich auch Alan erkannt hat und ihn um ein Interview gebeten hat. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, mach die besten Hotpocks im Start. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster da kommt gleich danach. Der Stardog ist der Drittbeste. Was bitte war das denn? Ich wollte weg und der hat immer wieder diesen Scheiß einschalten wollen. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Sprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster da kommt gleich danach. Der Star ist der Drittbeste. Gut, das hat aber trotzdem funktioniert. Obwohl er mich getroffen hat. Safe Hafen. Sicherheit. Trotzdem laufe ich hier durch die Gegend und gucken, ob man hier noch ein Manuskript findet. Und die könnten jetzt hier überall sein. Da vorne ist wirklich noch eins. Thank you.
nicht so die richtige Übersicht über die Munition. Aber das hat man im wahren Leben ja auch. Was ich eigentlich machen wollte, ist das denn eigentlich wirklich der richtige Weg? Sieht wirklich so aus. Verdammt. Verdammt, und hier war ich eigentlich schon. Ach, das war nicht gut. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm, wie von Sinnen redend. So wird das wahrscheinlich später passieren. Wenn wir angekommen sind an der Tankstelle. Sind wieder. Ah, da ist die Kiste. So weit war es jetzt nicht. Ups, das war der falsche Knopf. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Kann ich mich mal wieder ausstocken.
Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night's Brains. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Night's Brains. Night Springs. Night Springs. Da gibt es mehrere Folgen. Wenn man mehrere dieser Fernsehgeräte findet, kann man sich immer wieder eine neue Folge angucken, die doch etwas seltsam ist. Ah!
sie überlassen! Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Gut, dass ich mir die Leuchtpatronen aufgehoben habe. Sonst hätte ich doch noch ein bisschen Probleme gehabt. Gibt's hier eigentlich noch was zum Aufsammeln? Nee, ich glaube nicht, oder? Es tut mir leid, wenn ich auch zu schnell irgendwie hin und her fuchtle. Ich weiß, dass es etwas Probleme geben kann, wenn man selber zuschaut nur und selber nicht spielt. Denn ich weiß ja, wo ich jetzt gerade hin schalten möchte und bei euch natürlich nicht. Ich versuche natürlich, es etwas smoother zu machen, wie man es so gerne mal sagen will. Aber wenn es doch ein bisschen hektisch wird, dann tut es mir wirklich leid. Ist nicht meine Absicht. Das Hirschfest. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Ja, den haben wir gesehen. Der war aber nicht so sichtbar. Ich habe mich ein bisschen blöd hingestellt. Aber den hat man trotzdem im ersten Video im Hintergrund, oder im zweiten Video war das, im Hintergrund auf jeden Fall vorbeifahren sehen. Na gut, wir haben es eigentlich geschafft. Wir sind so weit, dass wir wirklich unser Ziel erreicht haben. Da hinten hatten wir den Unfall gehabt. Warte, ich stelle mich noch recht richtig hin und das... Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Da hinten. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Nee, hier hinten ist nichts. Hä, wie kommen sie denn eigentlich hinten an die Mülltonnen rein? Lernen sie denn die Mülltonnen hier? Man kommt doch eigentlich gar nicht ran. Außer über die Leiter, die Treppe hier. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm, ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Polizeiwache Bright Falls?
Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Sure.